ja so viel nie aufgenommen. Jo Leute, cool, dass ihr da seid zu einem neuen Adventskalender-Video von mir. Wie du es im Titel wahrscheinlich schon entnehmen konntest, packen wir heute den Adventskalender für meine Freundin. Aber vorerst muss ich euch den zeigen, der heute für sie ankam. Für mich ankam, von ihr, wow. Ist er nicht zauberhaft? Sie hat so eine Stofftüten gekauft, in die vier hat es wahrscheinlich nicht reingepasst. Deswegen sind hier bestimmt so eine, genau, das steht glaube ich 16. 6? Ah, 6! Das ist einmal ein Strich, wenn es nicht reingepasst hat wahrscheinlich. Aber ansonsten guckt euch doch mal an, wie süß sie das gemacht hat. Sonst lässt sie hier schon einiges erahnen. Wir packen jetzt den für meine Freundin zusammen. So, vorab muss man sagen, wir haben uns ein Budget von 40 Euro gesetzt. Sie hat zu mir gesagt, na, Bibi, das habe ich nicht ganz geschafft. Ich werde es auch nicht schaffen. Ich habe mehr so Step by Step gekauft und nicht auf den Preis geachtet. Gut, dass wir einen ausgemacht haben. Ja, und zweitens ist das Thema schön und entspannt durch die Weihnachtszeit. Schön natürlich im Sinne von optisch schön, aber auch eben die Zeit schön machen, also etwas Schönes erleben, also nicht nur optisch. Und entspannt erklärt sich, denke ich, von selber. Keine Ahnung, ob ich das Thema so gut getroffen habe, das sehen wir gleich. Und ich würde sagen, wir starten. Es ist auch wieder eine Monstertüte zusammengekommen. Oh. Ich hätte ja schwören können, ich habe nur bei Mutti so übertrieben, aber no, no, no. Oh, wenn ihr erstmal den von meinem Freund seht, der kommt nächste Woche, vielleicht auch noch diese Woche online. Ich muss mal gucken, wie ich es schaffe. Bei meinem Freund bin ich richtig ausgerastet. Also meine Mutter war auch schon doll. Lisa ist jetzt wahrscheinlich auch döller, als ich glaube. Aber meinen Freund habe ich komplett nicht mehr durchgesehen. John Lagerleia, John Lagerleia. Everybody dance now. Ich will mich davon gar nicht trennen. John Lagerleia. Es ist schon wieder alles voll hier. Mando. John Lagerleia. Furchtbar. Money! Habe ich mal kurz ein bisschen höher gestellt, damit wir hier den unteren Bereich auch ein bisschen besser sehen. So, also diese Tütchen gibt's. Also meine Mama hatte die ja in so einem Beereton. Lisa kriegt das in Rot. So, rot, rot, rot ist Weihnachten. Schalalalala. Boah, fuck my life. Ich weiß gar nicht, wo ich hier irgendwas irgendwie abstellen soll. Ich hatte bei meiner Mutter irgendwie gefühlt mehr Platz. Da war ich besser organisiert. Es gibt halt hier wieder 1, 2, 3. Kacke, wo ist? Ich muss noch rausfinden. Ich muss noch rausfinden, welche Tage die Sonntage sind. Warte kurz. Danke, Freund, für dein organisiertes Auftreten. Also, mein Freund hat hier so einen Schiebekalender bei sich auf dem Schreibtisch. Sorry, ich habe gerade alles verschoben hier. Ach, hör doch auf. Der erste ist gleich erstmal ein Sonntag. Ja, gönn dir doch. Gut. Ich habe hier nämlich so ein rotes Kerzenset gekauft. Da kriegt Lisa erstmal eine Kerze rein. In die 1. Ich krieg's nicht auf. Meine Güte, es ist auch keine Seltenheit mehr, ne? Da hinten ist eine Schere. So, na toll, die sind hier schon ein bisschen angeratscht, weil die irgendwie in der Verpackung nicht so gut waren. Aber da kann sich zum ersten erstmal ein Kerzchen anzünden. Allerdings glaube ich, dass mir das hier nicht reicht bei der 1. Ach, was packen wir denn in die 1? Komm, Lisa, wir sorgen gleich mal für geschmeidige Hände an Tag 1. Und zwar habe ich hier von Zoella Beauty die Wonder Hand Cream. Habe ich gekauft. Ich habe jetzt irgendwie gesehen, Zoella geht aus dem Sortiment, ne? Also alles, was ich teilweise gekauft habe, habe ich schon im September gekauft. Aber jetzt findet man das gar nicht mehr im normalen Rossmann-Sortiment. Ich weiß gar nicht, ob die Marke jetzt stirbt. Auf jeden Fall, Lisa, wenn du das siehst, dann hast du jetzt eines der letzten Exemplare, wenn ich recht hatte. John Lagerleia, John Lagerleia. Number one is ready. Wo packe ich es hin? So, Lisa, Türchen Nummer 2. In die 2 am Montag früh muss man auch mal sich was Geiles zum Frühstück gönnen. Gibt es hier so eine Mini-Verpackung von Cini Minis. Und dazu kriegt Lisa ein kleines Shampoo von Sebamed. Ich glaube, das war im Penny Adventskalender. Ich weiß nicht mehr genau in welchem, aber auf jeden Fall war das irgendwo drin. Ich pack's noch nicht zu. Falls du den Adventskalender meiner Mutter gesehen hast, war es gut, dass ich das aufgelassen habe, damit ich später noch was reinmachen konnte. Das werde ich hier jetzt genauso machen.
So, in Tür Nummer 3 packen wir erstmal einen Tee. Ich habe hier so ein bisschen aus meinem Teeschrank ein paar Tees hier organisiert und habe gedacht, ist es doch nett, wenn sie, also ich habe leider keine 24 Tees, aber es wäre doch nett, wenn sie alle, ja, so 3-4 Türchen Tee drin hat. Ich glaube, in das Türchen packe ich, Lisa, eins dieser Nagelsticker von Minga Beauty. Sie hat schon mal Nagelsticker von mir bekommen, in ihrem Geburtstagspaket war das drinne. Und ich glaube, sie fand die gut. Auf jeden Fall habe ich dir dann noch mehr davon gekauft. So, Lisa, leckeres, gutes Essen ist wichtig. Und das muss man würzen. Und deswegen kriegt Lisa von mir grünen Pfeffer und Kristallsalz. Und dazu gibt es noch eine Lindor-Kugel. Ich habe getroffen. So, Lisa kriegt in das Türchen Nummer 4 Multivitamin-Orangengeschmack-Tabletten. Weil wir im Winter ja oft unterversorgt sind und ich habe gedacht, das ist eigentlich eine coole Sache für entspannt. Also entspannt heißt ja auch gesund. Frag mich nicht, ich fand das irgendwie cool. Und zusätzlich kriegt sie noch eine Peel-Off-Mask mit Aktivkohle. Tiefenreinigend. Hatte ich auch in irgendeinem Kalender. So, im Nikolaustürchen. Was packen wir denn ins Nikolaustürchen? Ins Nikolaustürchen packen wir als allererstes eine Sache, die ich so sehr liebe, wirklich. Falls du mir auf Instagram noch nicht folgst, kannst du es wahrscheinlich auch nicht wissen, weil ich es noch nie so richtig in die Kamera gehalten habe. Aber eine Sache, die ich liebe, wirklich liebe, die immer zu Weihnachten bereits ausverkauft ist, kaufe ich meistens in Drogerien, sonst finde ich das in der Regel gar nicht. Ich kaufe die eigentlich immer im Rossmann, sind Milka Snowballs. I love it so much. Das ist wirklich meine allerliebste Lieblingssüßigkeit im Winter. Naja, aber die spielt schon ganz oben mit. Ich wüsste jetzt nicht, will das jetzt nicht festlegen. Nicht, dass ich irgendwann sage, boah, das ist das Geilste, was ich hier gegessen habe. Und dann sagst du, nein, Bibi, ich muss dich korrigieren. Denk mal an die Milka Snowballs. So, die kommen hier rein. Dann, glaube ich, gibt es eine Chai Latte Schokolade. Also Typ Schoko. Zum Trinken. Und irgendwas Cooles anderes noch. Ich glaube, wir machen das rein. Also ihr müsst wissen, meine Freundin arbeitet auch über Nacht, also muss über Nacht irgendwo schlafen. Und da habe ich gedacht, da spart sie in ihrer Waschtasche Platz, wenn sie Shampoo und Spülung in einer Flasche hat. Da habe ich gedacht, das ist doch cool. Ich meine, es ist jetzt Kokos, ist jetzt nicht so leer, es hat angepasst, aber muss sie auch nicht direkt benutzen. Und Kokos kann man eigentlich das ganze Jahr nehmen, oder? Also ich nicht, weil ich hasse Kokos, aber andere Menschen. So, in die 7 machen wir Vitamin C Power Konzentrat. Ich habe irgendwo mal gelesen, dass das mega gehypt ist. Und da habe ich gedacht, ja. Energie, Glow, Hautglättung, hochdosiertes Vitamin C, Orangenduft. Ich glaube, das kann unser Körper, unser Gesicht vor allem, das ist ja fürs Gesicht, gerade im Winter gut gebrauchen. Und dann gibt es das erste Mal für meine liebe Lisa, die zieht nämlich gerade um. Und hat dann im Dezember, also sie ziehen Ende November um und im Dezember sind sie dann angekommen, wenn sie quasi mit dem Adventskalender startet. Und da hat sie endlich eine Badewanne, hat sie sich ewig gewünscht. Und da machen wir jetzt mal Isana Badeperlen Goldtraum. Schimmerndes Baderlebnis mit verwöhnenden floralen Duften. Floralem Duft, wollte ich sagen. Ja, mit Marolaöl. Mit Marolaöl. Finde ich, riecht sehr gut. Weil auf dem Samstag kann man sich nämlich auch mal einen Lucky machen. So, kommen wir zu Tür Nummer 8. Da gibt es für dich wieder eine Kerze, Lisa. Zack, zerab. Ich merke gerade, ich habe so viel Badezeug. Ja, das habe ich irgendwie wohl nicht gut genug hier gemacht. Also als nächstes würde ich vorschlagen, packen wir hier so eine Lutschpastillen rein. Und zwar sind es frische Pastillen, Himbeer-Grüntee-Geschmack für wenn man mal krank ist oder wenn man mal einen freshen Atem braucht. Ja. Dann gibt es mal wieder einen Tee. Peach Panna Cotta. Zack. Komm, wir gönnen ihr mal eine Winterhaarmaske, oder? Das sieht auch aus wie zusammengewürfelt. Habe ich gern gemacht, Lisa. Wir starten wieder in einem Montag. Und was braucht man an einem Montag? Du hast es richtig erkannt. Nutella. So, Nutella geht in das erste Türchen. Ins siebte. Und es gibt dort mit rein einen Poinot
Peanut. Ach, weiß ich auch nicht. Ein Deep Conditioner. Gib's hier mal rein. Ja. So, in Türchen Nummer 10 packen wir hier diese sweeten Kuschelsocken. Super soft, steht auch drauf. Genau. Ich werde die aber hier mal abmachen, weil hier der Preis drauf steht. Und das wollen wir ja nicht. Jetzt sind die hier oben, ah, ist auch eine schöne Farbe, ne? Sind wir hier oben so schön weihnachtlich. Sind die trotzdem noch zusammen? Ich lasse mich manchmal selber nicht aussprechen, du. Ich wollte es erst zu einer Wurst rollen, aber ich glaube, so ist es besser. Jo. Der ist auf jeden Fall gut gefüllt, du. So, meine Freundin Lisa, kann ich euch sagen, liebt Nagellacke. Also so Nägel machen und so. Deswegen haben wir hier einmal den Love-Nagellack in einem schönen weihnachtlichen Rot. Und wir packen hier noch von Parsa habe ich gelernt, von Parsa Beauty, packen wir noch eine Nagelfeile mit rein. Wow, die einfach zu groß ist. Geil. Fuck. Kann ich es knicken? Ah, mit ganz viel Gewalt. Na. Lisa, wenn du das siehst, war mal heil. Ins nächste Türchen, übrigens Schande über mein Haupt, Lisa, wenn du das gar nicht magst. Aber ich habe gedacht, warum nicht? Es gibt ja, also ich mag es zum Beispiel auch nicht, aber ich mag vieles nicht, was viele Leute mögen. Deswegen, wir haben ja einmal Dominosteine und ich hoffe, sie mag die. So, und das nächste Türchen packen wir einmal wieder in kleinen Größen, weil sie mir mal gesagt hat, die kann sie immer gut gebrauchen, diese Größen aus den Adventskalendern, weil wegen der Nachtbereitschaft und weil sie da immer, ja. Und zwar haben wir einmal ein Repair-Shampoo. Ein Repair-Shampoo und eine Repair-Pflegespülung. Zwar einmal von Syos und einmal von Schauma Schwarzkopf, aber ist ja egal. Und da gibt es eine Lindor-Kugel rein. Boing! Als nächstes wieder auf den Samstag, auch wenn Lisa samstags auch arbeiten muss. Aber der Gedanke ist, ich packe einmal für ihren Freund und für sie eine Maske rein. Dann können die zusammen eine Maske machen. Also wenn er da Typ für ist, keine Ahnung. Aber fand ich irgendwie eine süße Idee. Und dann gibt es natürlich noch eine tolle Rolle mit rein. Na komm, und einen Tee. Gibt es hier einmal ein Keep Clam Bio-Kräutertee von Cooper. Auf den Sonntag, du weißt es, gibt es wieder eine Kerze. Und hier packen wir British Rose, also den Geruchsrichtung British Rose, aus dem Body Shop Adventskalender mit rein. Und mindestens so gleichwertig die Balea Milk and Honig Duschcreme, weil ich glaube, sonst liegt hier nachher zu viel auf dem Tisch. Es sind echt viele Dusch- und Badeprodukte. Das ist echt kacke. Das habe ich nicht gerafft beim immer wieder irgendwas kaufen. Ich will dir damit nicht sagen, dass du stinkst. So, das nächste Türchen wird erstmal Rooibos-Vanille-Tee reingehen. Und, fand ich ja richtig lecker, habe ich schon beim Adventskalender meiner Mutter gesagt, Marzipan-Schneebälle. Ich hoffe, sie mag Marzipan. Wäre richtig blöd, wenn nicht. So, in die nächste Tür, fand ich richtig süß einfach. Habe ich hier ein Handtuch, ein magisches Handtuch. Merry Christmas und dann sind halt so eine drei, was sind das, Zwerge, Wichtel, irgendwie so. Und natürlich in Kombination, habe ich jetzt schon öfter erzählt, meine Freundin liebt Darf-Produkte und diese beiden Schätzchen, also einmal eine reichhaltige Pflegedusche und ein intensives Repair-Shampoo und Erkältungstee. Türchen Nummer 18. Fuck man, hier liegt noch so viel. So, liebe Lisa, damit der gleiche Fehler mir nicht wie bei Mutti nochmal passiert, kriegst du jetzt deine Pombeertüte. Zack. Ich habe noch 6 Türchen und definitiv zu viel Zeug hier. Stehen. In die nächste Tür mache ich von Darf, weil, wie gesagt, benutzt sie am allerliebsten, eine glättende Bodylotion. Diesen Riegel, das ist eine fruchtige Orangerie mit Magnesium von Biozentrale. Und hier, Arganöl-Haarkur. Der wird auch nicht schön schließbar sein. In das nächste Türchen, kann ich dir sagen, habe ich ein paar Erdnüsse gefüllt, weil ich ein Fuchs bin, ein richtiger Fuchs bin.
So, auf den Samstag packen wir den Seelenwärmer. Das ist ein Creme-Pudding mit gesalzenem Karamell. Ich glaube, Karamell mag sie gerne. So, dann packen wir noch einmal eine Creme-Dusche mit Schokoladenduft dazu und eine Spülung von Isana. Zack. Und ein Grüntee. Und eine... scheinbar beides. Du, in Story Nummer 22, kann ich dir mal sagen, es wird auch hart hier, packe ich... ach, Kackewurst. Also erstmal wieder die letzte Kerze. Dann packen wir da rein. Holy Crackle, Crackling Body Mousse von Rituals. Und wir packen noch diese Kette mit rein. Das ist eine lustige Geschichte. Letztes Jahr haben Lisa und ich uns einen Schmuck-Adventskalender geschenkt. Das Special daran war, es durfte nicht mehr als 30 Euro kosten. Das ist gar nicht so schwierig, wenn du weißt, was Schmuck im Bruges Brigitte oder so kostet. Deswegen haben wir das auf Wish und anderen günstig China-Seiten bestellt. Oh, klagt mich nicht an wegen zu schlechten Bedingungen arbeiten und so, weiß ich. Aber das war eben unsere Challenge letztes Jahr. Und das kam nicht rechtzeitig an. Deswegen musste ich mir für das Türchen dann was anderes überlegen. Und da habe ich gedacht, aus Spaß an der Freude packe ich ihr das jetzt einfach mit rein. Habe ich, wie gesagt, bis dato auch nicht ausgepackt. Das ist, glaube ich, so eine Kette und zwei Ohrringe, glaube ich. Ja. Also jetzt auch kein Mega-Special. Aber ist irgendwie lustig, weil ich werde dir erklären, Türchen Nummer, was ist das? 22 ist der Restbestand von dem, ja, du ahnst, wie ich denke. So, außerdem kommt hier noch ein Tee mit rein, und zwar der Mate Vanille Bio-Tee und ein dunkler Rocher. Und weil wir heute so spendabel sind, und weil ich hier noch sogar auf dem Tisch liegen habe, packen wir hier noch von Ico so eine, ja, Thermal-Haarmaske mit rein. Passt bestimmt auch nicht. Mir gerade überlegt, ob ich den Schmuck in die 24 packe. Ich glaube, ich packe ihn in die 24. So, Türchen Nummer 23. Auch für Lisa kann sein, dass sie es auch richtig eklig findet. Mein Bruder fand es ja eigentlich ganz lecker. Musst du mal vorbeischauen beim Degusta Adventskalender. Da war was von Rotbäckchen drin. Ich glaube auch immunstark. Oh, ich liebe den. Ich werde mir den auch noch holen. Ich poker gerade. Eigentlich sollte ich ihn mir einfach holen. Rotbäckchen Adventskalender ist das Beste, wirklich. Und deswegen kriegt sie auch einen Drink mit rein. Das reicht aber nicht. Das reicht nicht. Dann kriegt sie noch dieses Vals 7 Dusch Jelly Party für die Haut Orange Ginger. Das ist so ein, ja, so ein Jelly Dusch Creme Gel Jelly. Keine Ahnung, ich weiß nicht, wie ich es erklären soll. So, und hier packen wir auf jeden Fall auch noch Cheesecake Strawberry von Lind rein. Also der ist doch schon gut gefüllt. So, und das letzte Türchen. Also natürlich kommt ins letzte Türchen ein Schokoladenweihnachtsmann. Na klar, Kommissar. Dann kommen hier nochmal Nagelsticker mit so einem Roségold. So, dann habe ich ja gerade gesagt, habe ich den Schmuck aus dem anderen Türchen nochmal rausgenommen, um es hier reinzumachen, weil es ist irgendwie ein lustiger Gag. Und dann kommt hier auf jeden Fall rein von, nochmal von Soela, das sind so eine duftende Badebrause, aber so in Schokoladenform, was einfach so cool ist, Fizzy Bar. Ja, das kriegt sie auf jeden Fall auch noch mit in die 24. Dann gibt es natürlich noch einen Tee, und zwar einer meiner Lieblingstees von Puka, Kamille, Vanille, Manuka, Honig. So, dann gibt es hier noch einen Snickers, auch um ein Statement zu setzen, weil Lisa und ich haben früher in der Schule immer Snickers-Pause gemacht. Wir sind zum Automaten hoch und haben uns einen Snickers geholt. Das verbindet uns bis heute. Wird sie wahrscheinlich auch wissen, was das hier bedeutet für uns. So, und das letzte, was sie reinpackt, ist von Janeiro. Ich denke, sie kennt die Marke von Seoul. Oder Sol, wie auch immer. Auf jeden Fall. Ach, ist immer noch eine Schutzfolie zwischen. Auf jeden Fall bin ich ja nicht so der Kokostyp, und das ist einfach eine Kokoscreme. Ich weiß, dass die ganz viel wert ist und dass die ganz viele auch richtig cool finden. Ich finde sie durch diesen extremen Kokosgeruch nicht so geil. Deswegen gebe ich das super gerne ab. Und einfach, weil ich total süß bin, gibt es hier noch so eine Lebkuchenkerze.
So Leute, das war der Adventskalender für meine Freundin. Du kannst mir ja gerne mal sagen, ob du dich darüber gefreut hättest oder was du findest, was ich vergessen habe. Aber die ist so süß, die freut sich auf jeden Fall darüber, das weiß ich. Und genau, du kannst mir auch gerne mal sagen, ob du deinen Freunden oder einen Teil deiner Freunde, ich schenke ja auch nicht allen meinen Freunden Adventskalender. Aber wir machen uns zum Beispiel, seit letztes Jahr haben wir uns geeinigt, dass wir uns Adventskalender schicken wollen. Und Lisa schickt mir meistens noch ein Paket zu Ostern. Und auf jeden Fall schicken wir uns immer ein Paket zum Geburtstag. Ja, und dies Jahr auch zu Ostern. Letztes Jahr hat sie mir eins zu Ostern geschickt, aber ich hatte keins für sie. So, dann blende ich dir nochmal zwei Kommentare ein, über die ich mich mega gefreut habe. Wir sind jetzt an den 3000 dran. Es wird! Ja, und damit würde ich sagen, kannst du gerne einen Daumen nach oben geben, wenn es dir gefallen hat. Schreib mir, wie gesagt, gerne Kommentare. Freue ich mich immer sehr und lese mir das auch durch. Und meistens like ich es auch. Und genau, damit verabschiede ich mich von dir. Und ich zeige dir jetzt gleich nochmal im Schnelldurchlauf, wie das aussieht. Mir ist übrigens gerade was aufgefallen. Und zwar, dass ich so gut wie gar keine Kosmetik drin habe. Deswegen packe ich ihr jetzt noch diesen kleinen MAC-Mascara rein. Den habe ich ja einmal benutzt, deswegen kann ich euch den nicht reinpacken. Aber Lisa, denke ich, ist das egal. Dann kriegt sie jetzt hier noch so ein Beauty-Schwämmchen. Und ein farbigen Labello habe ich noch reingemacht. Weil ich dachte, das Thema schön im Sinne von optisch schön, also um irgendwas schöner zu machen, habe ich irgendwie nicht so gut getroffen. Deswegen packe ich das jetzt noch mit rein. So.